Zapfenstein? Majestät? Wer kommt als erster Gast, ha? Nun, Majestät, im Sport heißt es ja gewöhnlicherweise, wer kein Österreicher ist, ist ein Feind. In diesem Fall stimmt es aber nicht, denn es ist ein ausgesprochener Freund der Österreicher. Na? Der ehemalige Weltcup-Skirennläufer Felix Neureuther. Weiße Schuckerln hat er heute angezogen. Sicher. Kann er sich noch nicht trennen vom Schnee? Nein. Nein. Ein Bayer ist er, gell? Kein Deutscher, Gott sei Dank. Sozusagen. Nein, ihr Bayern wisst ja gar nicht, wie beliebt ihr in Österreich seid. Das ist euch gar nicht bewusst, das merkt man immer wieder. Das ist euch Österreichern auch gar nicht bewusst, wie beliebt ihr in Bayern seid. Wirklich? Ja, ja. Eine Völkerfamilie. Es dauert nicht mehr lang und die unterwerfen sich, sei verstanden. Was will man sagen? Ne? Weil die bayerischen Prunkbauten, die ihr da in München habt, das schaut ein bisschen aus, als hätte man Wien zu heiß gewaschen. Na wirklich, die Paläste, die ihr habt, sind sowas, stellen wir unsere Taxis ein. Eure Majestät haben sehr großes Glück, um so prunkvolle Gebäude hier zu bauen. Wir Bayern, wir sind ja dann sozusagen, ja, da hängt ja auch noch was anderes dran an Bayern, sozusagen. Ja, und das zieht ein bisschen runter. Ja. Ja. Ihr müsst halt Entwicklungshilfe für Norddeutschland, gell? Das ist ja furchtbar. Dazu sage ich jetzt, dazu sagt er nichts. Sicher nicht. Nein, sicher. Also gut. Sag mal, jetzt wollen wir schon wieder einen Bayern da sitzen haben. Sind von letzter Woche noch die Krügeln da? Haben wir noch das Bier angestochen? Ich denke, es ist noch was drin in diesem Fass, Majestät. Na, dann trinkt man noch ein Bier, ha? Augenweide! Trinkt er schon, jetzt kann er ja Bier trinken. Ist es, ein bayerisches oder österreichisches Bier? Es ist genau die Schnitzel, es ist ein Salzburger Bier. Oh. Naja, ah. Gut, das einzige Volk, das wirklich Bier machen kann, das sind die Tschechen. Ja? Dankeschön. Danke. Danke, Augenweide. Danke. 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 Danke, Augenweide. Ja, wieder schon. Prost. Prost. Freut mich sehr. Uns auch, ne? Wir haben es dann durch. Mhm. Ah. Na? Schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, dann trinkt man noch ja. Was. Fertig, Sieger. Oh, schon wieder von einem Österreicher geschlagen. Ja, schon wieder. Das Brunzlackerl so auf dem Maul. Das ist bitter. Hm? Leider. Das ist stark. Fertig. Ja. Oh. Was hat er denn alles gewonnen, Seifenstein, wenn er jetzt schon verliert? Zu wenig. Eine ganze Menge, Majestät. Gold, Bormio 2005, Mannschaft, Silber, Schladming 2013, Slalom, Bronze, Schladming 2013, Mannschaft, Bronze, Vale, Beaver Creek 2015, Slalom, Bronze, St. Moritz 2017, Slalom. Interessant ist aber, was Herr Neureuther alles nicht gewonnen hat, denn offenbar hat er darüber akribisch Buch geführt. Hofbildstelle, bitte! Zweifacher Weltmeister. Insgesamt 7 WM-Medaillen, 26 Weltcup-Siege, knapp 60 Weltcup-Podien, 3-mal Slalom-Gesamtweltcup-Sieger. All das hätte ich gewonnen, wenn es einen Mann nicht gegeben hätte. Wie
Mit der hätte wahre Tätti einstellen gekommen. Man muss sagen, er ist eigentlich ein Österreicher. Ne? Die bittere Wahrheit. Ja, so war es. Aber es war ja, ich meine, es war auch in Ordnung so. Also. Wirklich? Ist ihm nicht ein bisschen Kram, dem Hirsch? Bissl. Wie viel ist ein bisschen in Bayern? Ganz schön viel. Nein, das ist ja so, der Kerle, der war ja wirklich gut. Und ich meine, ja, kann man sagen. Ja, ohne dass man sich aus dem Fenster lädt, kann man sagen, ja, er war ganz gut. Ja, aber es gibt ja auch nur einen Kaiser. Das ist richtig. Und das ist Eure Majestät. Ja. Und irgendwann muss halt der zweite Trottel sein. Und das war letzten Endes ich dann. Also man kann sagen, er ist der Seifenstein des Skisports. Richtig. Richtig. Genau so ist es. Majestät, zweiter Ja, aber Trottel? Ja, das hat er jetzt nur so gesagt. Ja, aber der Herr Seifenstein ist ja sehr sympathisch. Also von dem her, Herr Seifenstein. Hallo, Konzentration okay, da. Nein, also Neureuther, da haben wir doch schon einen entschieden, da hat es ja schon einen gegeben, Seifenstein. Vollkommen korrekt, Majestät. Felix Neureuther ist der Sohn zweier ehemaliger Skirennläufer. Seine Mutter ist Rosi Mittermeier, sein Vater Christian Neureuther, Hofbildstelle. Ach, schau, dann hat er das Talent und den Namen vom Vater geerbt, gell? Nicht von der Mama, weil die hat viel mehr gewonnen. Ja, so ist es. So ist es. Ist das nicht ein bisschen schwierig, weil die Mama so viel mehr gewonnen hat? Ja, das. Red mal ein bisschen über die Mutti. Ja. Will er sich da auf die Couch legen? Reden wir über ihre Mutter, Herr Neuer. Das darf er sich schon zu Hause jeden Tag anhören und jetzt auch noch von Ihnen, sehr geehrte Eure Majestät. Von euch. Und das ist jetzt schon bitter, muss ich sagen. Aber mir ist gerade aufgefallen, mein Vater hat den gleichen Friseur wie der Herr Seifenstein. Das ist ja? Windschlüpfrig ist er. Was macht er jetzt nach dem Skifahren? Er ist ja zurückgedreht, nicht? Richtig. Was macht er jetzt, Pensionist? Teilzeitrentner, nennen wir es so. Ja. Nein, also er hat Familie zu Hause, eine kleine Tochter. Wie alt? 2 Jahre alt. Oh. Ja. You ain't seen nothing yet. 2 Jahre, ist die jetzt schon schneller als er? Ja. Das ist ja die Frau in der Familie, deswegen komme ich nicht raus aus der Nummer. Was aber sehr schön wäre und zweiter Nachwuchs ist auf dem Weg. Wirklich, Gratulation! Dankeschön. Endlich einmal was, wo er schneller ist wie der Hirscher. So ist es. So ist es. Ja. Sieger! Absolut. Vielleicht muss er den Hirscher trainieren. Ich glaube. Nein, wir wollen nicht, dass er dort Vorläufer ist. Ja, das war's auch. Bist du da nicht? Dann so schier ist die heute vom Hirsch. So war es nicht gemeint. Was? Oh. Das ist eine schöne Frau, die Frau Hirsch. Was ist das? Ist mehr zart? Nein, nicht in der Richtung zart, aber das aber? War. Es war schon zart. Na, das passt schon so. Also, ich glaube, der hatte auch schon Nachwuchs und so. Der weiß schon, wie es geht. Hat er schon eingefädelt? Sozusagen. Das hat er aber in seiner aktiven Karriere viel zu wenig gemacht. Und deswegen hat er nur ein Kind. Wieso weiß er das? Wieso weiß er, wie oft er hier schon eingefädelt hat? Also jetzt nicht im Sinne vom Skisport, sondern. Natürlich. Woher will er das wissen? Seifenstein, ruf uns den Hirsch an. Oh.
Sie schneiden hier ganz komische Themen an. Aber ganz komisch. Wir wollten eigentlich nur über Skifahren reden. Ja. Und dann geht's schon ums Eifadeln. Wo sind eigentlich die Augenbeide, apropos? Wie kommt ihm das Salzburger Bier nicht, oder was? Ich habe in meinem Leben schon genug eingefädelt, aber ich weiß nicht, ob sie... Also, ja. Sag mal, wo ist denn die Frisur von deinem Papa haben? Nein, lieber nicht, das ja. Passt schon. Ja. Also, was macht er denn jetzt gerade als Pensionist? Also ich arbeite fürs deutsche Fernsehen, ja. Und schreibe Kinderbücher und kümmere mich sehr um eine Stiftung, die sich für Kinder einsetzt und ja, versuch irgendwie über die Runden zu kommen. Oh. Na, mir geht's gar nicht so schlecht. Na, wir werden dann sammeln. Ja, das ist sehr lieb von Ihnen. Also wenn er sich schon beschwert, haben wir ein paar Karrieretipps für ihn, Seifenstein. Eine andere Möglichkeit wäre noch, Schlagersänger zu werden, Hofbildstelle. Ein kleines Edelweiß, das bringst du mir dann mit. Halt aus! Ich weiß es ganz genau. Na bitte, Seifenstein, das darf er nicht machen, bitte, Seifenstein. Nun, Majestät, wie der kaiserliche Geheimdienst herausgefunden hat, hat er es schon gemacht. Was? Tatsächlich. Jetzt, das sorgt jetzt nicht wirklich, oder? Hofbildstelle, bitte. Wir haben zusammen die Welt gesehen, nur du und ich. Nun werde ich einsam weiter. Das ist, als ob der Dieter Bohlen mit dem Hansi hinter sich ein ganz schieres Kind gemacht hätte. Ja. Wie kann sowas passieren? Ja. Was ist da schiefgegangen? Hat er zu viele Kippstammeln am Schädel gehabt? Er sieht es ja genauso, das war nur ein Aprilscherz. Also. Beim Hansi Hinterseer haben wir auch zuerst gelacht. Ja. Und jetzt hinkt er seit 30 Jahren. Komm zu mir in die Berge. Also das macht er bitte nicht hauptberuflich. Ne? Nein, bin ich komplett raus. Es gäbe andere Möglichkeiten, Majestät. Bitte, schreiben Sie ihm die auf, Seifenstein. Ich habe es herausgefunden, Herr Neureuther hat sich zum Beispiel schon als Erfinder hervorgetan. Hofbildstelle, bitte. Das, was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Da komm her. Was ist jetzt das? Ja, das war ja auch nur Spaß, das war ein Brüllscherz. Das wie oft ist bei euch ein Brillenbären? Ja, zu oft. Was ist das? Schauen Sie, Eure Majestät, das ist ein Après-Ski-Airbag, dass wenn einer angesoffen ist und der fällt auf die Bar, dann kommt der bläst das Ding auf und dann... Nächster Vorschlag, Seifenstein. Ich hab's noch mehr an. Nun, Majestät, offenbar hat sich Herr Neureuther auch als Umweltaktivist hervorgetan. Hofbildstelle. Okay. Free Willy heißt das Bild. Na, da ist Fliegenfischen, das sehen wir. Ja. Haben die Fische da keine Angst? Ja oder nein? Nur die Großen. Oh, das darf ich überhaupt nicht machen. Um Gottes Willen.
Nur die Großen, sagt er. Also, die Vorschläge sind alle inakzeptabel, Seifelstein. Es gäbe noch einen, Majestät. Na bitte. Um offenbar Gottes ist Herr Neureuther sehr talentiert im Interview führen. Er hat sich sogar einmal selbst interviewt. Hofbildstelle, bitte. So, nachdem jetzt keiner hier ist, stelle ich die Fragen und antworte auch. Herr Neureuther, zweiter Platz. Was sagen Sie dazu? Marcel Hirscher hat zurückgeschlagen. Wie fühlen Sie sich damit? Also ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich sehr gut, weil heute echt ein total schwieriges Rennen war. Ja, aber Hirscher war ja heute unschlagbar. Ja, der Marcel, der war heute echt der Beste, da kann man überhaupt nichts machen. Und ich probiere einfach wieder ein bisschen mehr Gas zu geben, dann schauen wir mal, was in Adelboden rauskommt. Aber ich bin echt happy, weil es nicht einfach war für mich. Und ja, wie bereiten Sie sich auf Radlboden? Wir trainieren in Deutschland, dann gehen wir nach Radlboden und dann schauen wir. Macht es gut. Ciao. Da haben wir schon schlechtere Interviews gesehen. Ja. Am besten ist, er probiert einmal. Vielleicht ist das weniger peinlich als das, was wir bis jetzt gemacht haben für ihn. Am besten ist, er interviewt sich selber. Na, mach selber eine Audienz bei ihm. Geht schon. Das mache ich jetzt nicht. Der Vogel war nicht da. Das ist keine Frage gewesen. Das ist ein kaiserlicher Auftrag. Also husch, auf den Thron und selber interviewen. Darf ich drauf? Ja, selbstverständlich. Das ist gewaltig. So, jetzt stellst du dem Neureuther eine Frage. Eure Majestät. Du bist jetzt der Kaiser. Ach so, ich bin Madonna, okay. Na, wenn er. Es dauert ein bisschen. Er hat bei allen Sympathien, er hat doch eine deutsche Staatsbürgerschaft. Muss man schon sagen. Nein. Also, wenn er auf diesem Sessel sitzt, ist er wir. Wenn er dort sitzt, ist er er. Okay, er passt. Ja? Und ihr sollt ihn interviewen. Ah. Hat er das jetzt verstanden? Das hat er jetzt verstanden. Neuster, geht schon. Das hat er jetzt verstanden. Alter. Wieso hat dann Hirscher eigentlich eure gewinnen lassen, Herst? Bist du deppert oder willst du das einfach nur so? Interessante Frage. Ja gut, der Marcel Hirscher, der ist echt gar nicht so schlecht Skirennen gefahren, muss ich sagen. Ich habe es eh versucht, aber habe es leider nicht immer so geschafft. Und das ist, beschäftigt mich wirklich sehr, muss ich ehrlich sagen. Oh, das tut uns schrecklich leid. Das ist ein Wahnsinn! Ja, sehr gut! Bravo! 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 Schicken Sie mir eine Kopie von dem Auftritt, der Seifelstein. Da kann er beim Bayerischen Rundfunk als König von Bayern auftreten. Ausgezeichnet, Majestät! Also, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass er da war. Er liebe Grüße nach Bayern. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Das werde ich machen.